Ja, hallo und herzlich willkommen. In dem Video hier möchte ich euch den Cisco Packet Tracer einmal etwas näher darstellen. Das Ganze ist ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Programm, um generell Netzwerkgrundlagen zu vermitteln. Das Ganze ist kostenlos und man kann hier spielerisch an einer großen Produktpalette von Cisco, ja, direkte Konfigurationsarbeiten machen. Gut, wir legen einmal direkt los und ich zeige euch einmal, wie man jetzt hier generell anfängt. Wir haben hier unten links so eine Auswahlfläche verschiedener Netzwerkgeräte. Zum einen haben wir hier eine kleine Produktpalette von Cisco-Geräten, in dem Fall jetzt die Router. Wir haben hier auch Switche, wir haben Hubs, wir haben Wireless-Geräte. Wir haben hier in Bezug auf Verkabelung verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel die automatische Verkabelung, ein Konsolenkabel, ein 1:1-Kabel, ein Crossover, ein Fiberglas-Kabel, ein Telefonkabel und so weiter und so weiter. Wir haben hier des Weiteren noch mehrere Endgeräte, also PCs, Laptops, einen Server, selbst Drucker oder IP-Telefone findet ihr hier. Und wir haben im Bereich Warn-Emulation noch etwas. Wir können uns hier selbst Geräte nochmal erstellen und eine Multi-User-Connection einrichten. Die letzten drei, auf die werde ich jetzt noch nicht weiter eingehen, die nutze ich persönlich bisher noch nicht. Aber ja, wir werden jetzt einmal direkt auf ganz, ganz einfache Netzwerkgrundlagen hier eingehen und diese spielerisch versuchen zu vermitteln. Des Weiteren haben wir hier oben noch im Bereich der Options die Preferences. Da kann man mal draufklicken. Und das Einzige, was ich persönlich jetzt hier einstelle, ist Always Show Port Labels. Das, wie der Name schon sagt, lässt uns dann später direkt die Ports auf den Geräten halt schon mit dem First Look erkennen, ohne dass wir mit Mouse Over darüber gehen müssen. Gut, wir fangen jetzt ganz, ganz simpel an. Ich möchte jetzt einmal hier zwei PCs in die Schaltfläche ziehen. So, und diese miteinander verkabeln. Ja, da es jetzt hier zwei Endgeräte sind, benötige ich da halt ein Crossover-Kabel. Ja, wähle dieses hier aus, klicke auf PC 0. Hier suche ich jetzt die Fast Ethernet-Karte. Ja, live würde es natürlich jetzt so aussehen, wie hier oben gezeigt. Und auf der PC-Gegenstelle genau das gleiche halt. So, jetzt habe ich halt meinen PC 0 und mein PC 1 miteinander verbunden. Die können jetzt aber so noch nicht miteinander kommunizieren. Dazu müssen wir natürlich auch wie live auf den Geräten erst einmal ein paar IP-Adresseinstellungen durchführen. Dazu können wir auch den PC hier anklicken. Wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten noch, zum einen diesen ja, physisch zu bestücken mit verschiedenen ja, Modulen hier in dem Bereich. Ja, das lasse ich erst einmal weg. Ich klicke einmal direkt auf den Desktop und habe dann hier im Bereich IP-Konfiguration eine Schaltfläche. Man könnte jetzt natürlich auf DHCP klicken, dann würde er, wenn wir uns in unserem Netzwerk hier noch einen DHCP-Server einbauen würden, über diesen halt dynamische Adressen bekommen. Aber wir wollen das kurz einmal ja, statisch machen. Ich vergebe jetzt hier mal die 192.168.10. 1 für den PC, klicke hier auf Subnet-Maske, die wird automatisch auf ein Klasse C-Netzwerk angepasst. Gateway brauchen wir jetzt hier nicht. Ja, und das war es auch schon. Live wird das natürlich so aussehen, wie jetzt hier rechts gezeigt. Und das müssen wir jetzt noch mit dem anderen PC machen. Da klicken wir drauf. Ebenso auf Desktop, IP-Konfiguration 192.168.10.2. Klicke auf die Subnet-Maske. Ja, das passt. Wir können das Ganze jetzt schließen. Gehen nun in diesen Command-Prompt. Das ist jetzt genau wie jetzt hier auch wieder rechts gezeigt, die CMD-Oberfläche, wenn ihr so möchtet, die DOS-Box. Hier sagen wir jetzt IP-Config. Kontrollieren unsere Einstellung. Ja, das passt. Das ist die von uns vergebene IP-Adresse inklusive Subnet-Maske. Ja, und nun möchten wir unseren PC gegenüber einmal anpingen, um zu kontrollieren, dass wir diesen netzwerktechnisch auch erreichen. Mit 192.168.10.1. Und wir sehen hier, dass wir die Requests bekommen. Ja, das ist somit erreichbar, das Ganze. Und schon könnte man zum Beispiel jetzt mit seinem ja, verbundenen PC gegenüber ja, Daten austauschen oder Netzwerkspiele spielen oder ähnliches halt. Gut, ja, das ganz, ganz einfach jetzt hier zu der ja, zu der ersten Verkabelung von zwei PCs. Das Ganze kann man jetzt auch noch ein Stückchen weiter treiben, indem man jetzt noch einen Switch zum Beispiel zwischenbaut. Ich nehme hier mal so einen PT-Switch. So, das ist hier
Auch jetzt so die physikalische Ansicht, so sieht das Ganze aus. Hat jetzt hier zwei ja, LWL-Anschlüsse, also Glasfaseranschlüsse und vier Kupferanschlüsse. Ich kann hier auch jetzt noch beliebig nachstecken, muss dann aber vorher das Gerät erstmal ausschalten. Hier ist auch so ein An-Aus-Knopf. Ja, und kann dann halt noch so ein Interface hinzufügen, mache es dann wieder an und muss halt dann warten, bis das Gerät ganz normal hochgefahren ist. Hier fährt es jetzt gerade hoch, um dann weitere Arbeiten daran durchzuführen. Ja, okay, nun möchten wir das Ganze nochmal etwas weiter treiben, haben ja den Switch jetzt hier hineingezogen, können hier jetzt auch ebenfalls wieder ein Endgerät und noch ein Endgerät hier einbauen. Ja, können jetzt dementsprechend hier mit einer 1 zu 1 Verkabelung die Grafikkarte, die Netzwerkkarte des Rechners aussuchen und hier eine freie Schnittstelle des Switches. Das Ganze auf der Gegenseite. Ja, und so können wir jetzt hier jede Menge von den Geräten, jede Menge PCs miteinander verbinden, die jetzt hier so auch noch nicht miteinander arbeiten können, weil kein DHCP eingerichtet ist. Müssen jetzt ebenfalls natürlich hier über diese Desktop-Schnittstelle sozusagen die IP-Adresse einmal konfigurieren. Das Ganze auf der Gegenstelle natürlich auch. So, und schon sollten unsere Geräte miteinander arbeiten. Man muss sich jetzt nicht immer hier auf diesen Kommandoprompt einlassen und dann mit dem Ping arbeiten. Man kann auch hier mit dieser Schaltfläche arbeiten, die uns da ein simples Paket zur Übertragung anzeigt. Wir klicken hier einmal das an, wählen dann den ersten Rechner, um den es gehen soll, von dem ein Paket abgeschickt werden soll, wählen dann das nächste Gerät, klicken da drauf. Und hier unten ist dann die Meldung erfolgreich quasi als Status übermittelt worden. Das Ganze kann man sich jetzt noch anschauen über diese Simulationsansicht. Hier sehe ich jetzt mein Paket zum Beispiel einmal, mein Startpaket. Drücke dann hier auf Capture Forward und sehe, dass dieses jetzt beim Starten natürlich zuerst an den Switch gesendet wird. Und drücke ich nochmal Capture Forward, sehe ich, ja, es geht weiter, wird vom Switch also richtig an den anderen PC vermittelt. Und natürlich von dort aus wieder zurück das Echo des Pings und der PC erhält es. Jetzt kann man hier auch noch richtig in die Tiefe schauen. Ja, das schon mal vorweg gesagt. Man kann jetzt hier ja, zum Beispiel sich die Info anschauen von dem. Ja, man sieht dann jetzt hier zum Beispiel das OS, das OSI-Netzwerkmodell und sieht hier die einzelnen Layers von 1 bis 7. Ja, so wie eingehende Layers und ausgehende Layers. Geht schon ein bisschen in die Tiefe des Netzwerks jetzt hier hinein, aber man sieht wirklich, was genau passiert auf den einzelnen Layern. In dem Fall ist es jetzt hier so, dass auf Schnittstelle 1.1, also hier am Switch, da sind wir jetzt gerade, der Frame empfangen wurde. Guckt sich jetzt an den nächsten an. Ah, hier ist es jetzt so, dass der Switch genau, hier ist es jetzt so, dass er ja da vorher noch nicht die MAC-Adresse hatte, der Switch hier von dem PC. Deswegen schreibt er sich jetzt die in seine MAC-Adress-Table und weiß jetzt hier, hey, auf meinem Interface 1.1 ist dieser PC mit der MAC-Adresse jetzt hier zu erreichen. Und er weiß, genau, dass es ein Unicast-Frame ist. Genau, und er guckt jetzt hier halt wieder in die MAC-Adress-Table, um. Switch looks in its MAC address table for the destination MAC address. Also er schaut jetzt hier in seine MAC address table, um den Empfänger hier des Pakets zu ermitteln. Da auch hier diese Empfänger MAC adresse, also von dem PC2 hier, ist jetzt nicht in seiner MAC address table. Der Switch flutet jetzt hier alle seine Ports in diesem VLAN, um jetzt den zu ermitteln, wo er ist, auf welchem Port. So, und dann kriegt er halt raus, dass der PC mit der MAC-Adresse, an den dieses Paket jetzt hier gehen soll, auf dem Interface 01 ist und sende das jetzt hier soweit raus. Ja, genau. So, das war jetzt der Part für diese Szene jetzt zum Beispiel. Also man kann sich hier wirklich detailliert anschauen, wie das im Netzwerk soweit funktioniert. Wenn man schon ein bisschen Grundwissen hat, ist das gut. Hier kann man nochmal vertieft sich ein bisschen was anschauen. Natürlich ist das nicht so detailliert wie ein Wireshark zum Beispiel. Aber wir wollen ja auch nur Grundlagen hier vermitteln. Gut, das machen wir dazu.
Ich gehe jetzt hier wieder auf die Realtime-Ansicht und ja, das soll es zum ganz kleinen Einstieg erst einmal gewesen sein. Im nächsten Video bauen wir uns mal etwas größeres Netzwerk auf, wollen hier den Switch auch mal richtig konfigurieren, so einen Cisco-Switch mit verschiedenen VLANs, VLAN-Routing mal aufbauen. Ich möchte noch mal ein bisschen zum Routing-Protokoll was zeigen. Ja, aber das erstmal jetzt soweit hierzu. Ihr könnt gerne mit rumspielen. Wie gesagt, Link ist in den Comments. Ich würde natürlich sehr gerne eure Kommentare auch dazu lesen. Was habt ihr bisher gemacht? Link doch vielleicht mal eure Packet Tracer Bauten in den Kommentaren, sodass andere sich diese anschauen können, damit rumspielen können. Daumen hoch gern gesehen, Abos natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer BitJunkie. Bis demnächst.